In der heutigen Zeit sind Zahnimplantate eine beliebte Möglichkeit, fehlende Zähne zu ersetzen und das Lachen wieder strahlen zu lassen. Doch nicht jeder Patient möchte sich einer Implantation unterziehen oder es gibt gesundheitliche GAA-Einviertelende, die dagegen sprechen. In diesem Video werden wir uns mit Alternativen zu Zahnimplantaten beschäftigen und herausfinden, welche Optionen es gibt. 1. Zahnbra-Einviertelzecken. Eine Alternative zu Zahnimplantaten sind Zahnbra-Einviertelzecken. Dabei werden die fehlenden Zähne durch Bra-Einviertelzecken ersetzt, die an den benachbarten Zähnen befestigt werden. Zahnbra-Einviertelzecken sind eine bewahrte Methode, um Zahnbra-Einviertelzecken zu schließen und können sowohl ästhetische als auch funktionale Vorteile bieten. Allerdings ma ein Viertel SN die benachbarten ZA-NE FA ein Viertel R die Befestigung der Bra ein Viertel Zecken präpariert werden, was FA ein Viertel R manche Patienten ein Nachteil sein kann. 2. Teilprothesen. Eine weitere Alternative zu Zahnimplantaten sind Teilprothesen. Diese werden eingesetzt, um mehrere fehlende ZA-NE zu ersetzen und können je nach Bedarf herausnehmbar oder fest verankert sein. Teilprothesen sind eine kostengeeinviertelnstige Lassung, um fehlende ZA-NE zu ersetzen, jedoch können sie manchmal Druckstellen verursachen und mal ein Viertel SN regelmäßig angepasst werden. 3. Zahnkronen. Zahnkronen können auch als Alternative zu Zahnimplantaten dienen, insbesondere bei einzelnen fehlenden ZA-NE. Dabei wird der beschadigte Zahn abgeschliffen und mit einer Krone A ein Viertel bezogen, die wie ein neuer Zahn aussieht und funktioniert. Zahnkronen sind eine ästhetische Lassung, um das Aussehen des Gebisses zu verbessern, jedoch können sie nicht das fehlende Wurzelwerk eines Implantats ersetzen. 4. Mini-Implantate. FA ein Viertel eher Patienten, die keine traditionellen Zahnimplantate erhalten können oder wollen, können Mini-Implantate eine Alternative sein. Diese sind kleiner als herkömmliche Implantate und erfordern oft weniger Invasivität bei der Implantation. Mini-Implantate können FA ein Viertel eher die Befestigung von Prothesen oder Zahnbra ein Viertel Zecken verwendet werden und bieten eine stabilere Lassung FA ein Viertel eher Patienten mit wenig Knochenmasse oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen. 5. Provisorische Lassungen. FA ein Viertel eher Patienten, die eine langfristige Lassung suchen, aber nicht sofort ein Zahnimplantat erhalten können provisorische Lassungen eine temporäre Alternative sein. Dazu gehören temporäre Bra ein Viertel Zecken, Kronen oder Prothesen, die die fehlenden ZA-NE ersetzen, bis ein Implantat eingesetzt werden kann. Diese Lassungen bieten eine ästhetische und funktionale Verbesserung, jedoch ma ein Viertel SN sie regelmäßig A ein Viertel Bra ein Viertel FT und ersetzt werden. Insgesamt gibt es eine Vielzahl von Alternativen zu Zahnimplantaten, die je nach individuellen BDA-Einviertelöffnissen und Voraussetzungen des Patienten eine geeignete Lassung bieten können. Es ist wichtig, dass der Zahnarzt mit dem Patienten zusammenarbeitet, um die beste Behandlungsoption zu finden und die Vor- und Nachteile jeder Alternative abzuwägen. Es ist wichtig zu beachten, dass Zahnimplantate oft als die beste und langfristigste Lassung FA ein Viertel eher fehlende ZA-NE angesehen werden und eine hohe Erfolgsrate und Langlebigkeit bieten. Bevor Sie sich FA ein Viertel eher eine Alternative entscheiden, ist es ratsam, mit Ihrem Zahnarzt zu sprechen und alle Möglichkeiten zu besprechen, um die bestmögliche Entscheidung FA ein Viertel eher Ihre Zahngesundheit zu treffen.